Hallo YouTube, Anime und Zeichentrickfreunde, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Spielfilm zu einer Serie aus, die ich vor einiger Zeit ausgepackt habe. Und zwar habe ich vor einiger Zeit Tao Tao, der kleine Panda-Bär, ausgepackt. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Und ich finde die Box am Ganzen so schön von Äußeren. Ihr seht es ja, und es ist auch eine tolle Serie. Also falls ihr die Serie aus eurer Kindheit kennt, kann ich euch die nur empfehlen. Die kostet auch, glaube ich, nur 22, 23 Euro im Moment. Falls ihr Kinder habt, sehr, sehr sehenswert, eine tolle Serie. Das Einzige, was mich bei dem Release hier gestört hat, beziehungsweise wo ich sie gekauft habe, dass die DVDs untereinander sind und auch leider, ich glaube, das ist bei mir ein bisschen beschädigt, die fallen direkt immer so ein bisschen hoch. Und das finde ich ein bisschen schade, ansonsten aber eine schöne Serie, für den Preis kann man gerne zugreifen. Und einige von euch haben mir auch gesagt, ich muss mir den Film unbedingt kaufen, weil der auch ein bisschen ernsthafter ist. Und diesen habe ich jetzt mal bei Amazon gekauft, ich glaube für 8,95. Sieht zwar nicht im Originalfolie aus, aber ich hoffe, dass er trotzdem neu ist. Und den habe ich mir jetzt gekauft. Und wenn ich einen Trailer finde, verlinke ich euch natürlich diesen unten in der Videobeschreibung, wie weitere Informationen zu diesem Film. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Und auch wenn ihr den Film haben wollt, verlinke ich euch auch zu Amazon. Könnt ihr euch kaufen, verdiene ich aber nichts dran. Hier haben wir dann das Bild. Ist ab 0 Jahren freigegeben, wie auch die Serie. Sprache in Deutsch, Genre ist Kinderfilm, spielt aber 70 Minuten. Bildformat ist 4:3. Regie hat Shuichi Nakahara gemacht und Tatsu Shimamura. Ja, und ihr könnt es auch selbst mal lesen, vielleicht erkennt ihr es ein bisschen. So, Spielfilm. Ja, die Hülle ist auf jeden Fall wellig, sehe ich. Hat auch so ein paar Druckstellen. War jetzt nicht Amazon direkt, es war so ein Händler. Ja, ich glaube, die Hülle werde ich auf jeden Fall mal austauschen. Ist jetzt nur ein bisschen wellig, aber stört mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. So, gucken wir mal rein. Da haben wir andere Werke. Wiki, Heidi. Heidi habe ich auch mal ausgepackt. Ruska habe ich auch vor einiger Zeit ausgehört, auch Puschel. Niklas überlege ich mir nochmal. Alice möchte ich mir auch noch gerne kaufen. Pinocchio weiß ich auch noch nicht. Bin ich am Überlegen. Habe ich es damals nicht wirklich verfolgt, aber ich will eigentlich nur sehen, aus meiner Kindheit nochmal kaufen. Aber Pinocchio ist eigentlich auch nicht schlecht gewesen, was ich gesehen habe. Sinbad habe ich nie so wirklich verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht wussten wir alle noch. So sieht die DVD aus. Oh, die ist sogar ein bisschen gebrochen, sehe ich gerade hier oben. Ne, da muss ich auf jeden Fall eine neue Hülle holen. Ihr seht es ja. Ein bisschen schade. Ich gucke mal, ob die DVD Kratzer hat. Ne, die ist aber kratzerfrei. Dann brauche ich eine neue Hülle. Aber die geht so noch, solange ich es neue habe. Und ja, das war das kleine Unboxing zu Tao Tao, der kleine Panda Spielfilm. Wenn ihr was sagen wollt zu der Serie oder dem Film, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe die Serie leider auch noch nicht komplett geguckt. Aber was ich gesehen habe, ist echt schön und charmant. Und wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Bin gespannt, wie der Film ist. Das war es dann von mir auch. Ich wünsche noch einen schönen Tag und danke für eure Zeit. Über einen Like und Kommentar würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.